Wir machen also weiter mit dem nächsten Kampf. K1 in der Klasse plus 95 Kilo über 3 Runden nach 2 Minuten. Ich rufe dazu als erstes in die blaue Ecke vom Shikon Fight Club aus Schwenningen. Arno Jung! So, nun kommen wir wieder zu den schweren Jungs. Wieder geht es über 95 Kilogramm K1. Ein Kampf angesetzt auf 3 Runden. Und raten Sie mal, wie viele Minuten? Genau 2 Minuten. Und es treffen aufeinander. Er hier, Arnold Jung von Shikon Schwenningen. 2 Meter Riese, 105 Kilogramm hat er auf die Waage gebracht. Ganz interessanter Mann. Wird betreut von Andreas und Michael Beckert. Andreas Beckert, deutscher Meister Kickboxen, Europa Grand Prix Champion, 48 Kämpfe, 36 Siege. Also der Trainer hat schon mal gezeigt, wie es funktioniert. Und jetzt ein ganz interessanter Mann aus Frankfurt, aus der bekannten Apache-Truppe. Hier vorne sehen wir 2 Weltmeister, die Sertal Aslan in den Ring begleiten. Emanuel Like Canaveral und sein Bruder Johann Manuel Like Canaveral. Die Aushängeschilder hier der Apache-Fighter und hier der Chef persönlich Apache. Einer der ganz schillernden Figuren im deutschen Kick, Thai und K1-Boxen. Und bisher 3 Kämpfe, 2 Siege, 1 Niederlage. Vom Apache Kickbox Team aus Frankfurt, Sarah Aslan. Also, wir haben es gehört, Serdal Aslan, 3 Kämpfe, 2 Siege. Ist 12 cm kleiner als sein Gegenüber, aber hat mehr Erfahrung. Serdal Aslan hier mit der modischeren Hose, mit den kleinen Lätzchen dran. Aber bin mal gespannt, wie der Arnold Jung sich da aus der Affäre ziehen wird. Ja, alles ein bisschen vorsichtig, was Jung ist da in der Anfangsphase zeigt. Da ist schon mehr Dynamik bei Serdal Aslan zu sehen. Er musste auf die Kicks aufpassen von Aslan. Wenn diese 6, 7, 8 Mal auf die gleiche Stelle kommen, dann wird es schon eng mit der Blutzufuhr. Dann ist der Kampf ganz schnell vorbei. Ja, da geht er nach vorne, sofort gute Treffer hier von Aslan. Der weiß natürlich, dem da drüben, dem fehlt die Erfahrung. Der muss sich erstmal zurechtfinden bei so einem Kampf. Der weiß auch nicht genau, was abgeht im Ring. Training ist das eine, Wettkampf natürlich das andere. 2, 3 gute Kicks zum Körper, dann setzt er wieder nach. Zack, wieder den linken Fuß da auf die Seite von Arno Jung. Ja, da muss man ein bisschen trainieren, Arno Jung. Hat alles, viel mehr Hand und Fuß, was Serdal Aslan da zeigt. Ist ja einiges herangereift in Frankfurt. Auch die Fight Nights, die Apache da veranstaltet, sind schon große Namen aufgetreten. Hier nochmal
zum Ende dieser ersten Runde. Gute Aktion von Serdar Aslan, der, ich glaube, noch auch keinen Treffer hier kassieren musste und Runde 1 ganz klar für sich entschieden hat. Aber haben wir einen Kick, okay. Er macht natürlich aus seinen körperlichen Voraussetzungen viel zu wenig. Der gute Arnold Jung. Natürlich Reichweitenvorteile, die er nicht nutzt, boxerisch. Hapert es da an allen Ecken und Enden. Aber wie gesagt, er ist ein Anfänger, da kann auch einiges kommen. Er muss halt hart trainieren. Guten Trainer hat er ja. Zweite Runde wird schwere Arbeit hier für Arnold Jung, die drei Runden durchzustehen, denke ich mal. Denn wenn jetzt Serdar Aslan nochmal hier so ein Ebel umlegt und nochmal zügiger zur Sache geht, da kann ich mir vorstellen, dass Arnold Jung hier ganz schnell die Übersicht in diesem Kampf verlieren wird. Serdar Aslan schon 34 Jahre alt, also kein Nachwuchskämpfer, hat spät angefangen mit dem Kampfsport. Ja, das geht Jung da erstmal. Ich sage, oh, da fällt er die Rechte und dann geht er runter. Ja, da ist er und da schwankt er. Ich glaube, der Kampf ist vorbei. Bin mal gespannt. Filipovic schaut ihn da in die Augen. Da hat er gesagt, so, jetzt greife ich mal an, da zeige ich mal diesem Aslan, was Sache ist. Und dann läuft er in diesen rechten Konter und wird gefällt. Wie hat er das weggesteckt? Aslan greift es an. Nochmal links, rechts, zum Kopf, zum Körper. Ja, da macht er es vollkommen richtig. Goran Filipovic sagt, komm Junge, da hat alles keinen Sinn. Du fängst hier viel zu viele Treffer, bist hier klar unterlegen. Und hier nochmal die Szene. Batsch. Da kommt die rechte voll durch. Und da macht er den Abflug. Da liegt er jetzt mit seinen 105 Kilo. Er hat es probiert, fand ich toll, dass er gesagt hat, in der zweiten Runde, jetzt greife ich mal an und versuche hier dem Aslan zu zeigen, was seine Hake ist, aber das ist natürlich jetzt etwas in die Hose gegangen und Aslan stand da, hat gekontert, hat die Rechte gesetzt und dann gab Filipovic den Kampf nochmal frei. Aslan setzte nach und dann gab es viel zu viele Treffer. Apache kann zufrieden sein hier mit seinem Schützling und Arnold Jung. Der muss noch einiges dazulernen, aber er weiß es wenigstens nach diesem ersten Kampf, wo er steht. Also, Serdar Aslan gewinnt den Kampf und warum nicht bei der nächsten Büdinger Fight Night mal Viktor Bakubski gegen Serdar Aslan. Wäre doch auch mal eine schöne Partie.